Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Augenfärben. Wenn wir Augen färben wollen, dann müssen wir als erstes mal ein Auswahlwerkzeug auswählen und ich nehme dafür das runde Auswahlwerkzeug und ziehe dann die Auswahl um das Auge herum. Ich achte dabei darauf, dass die Auswahl eher in dem Auge bleibt und nicht zu weit darüber hinaus austritt. Ich klicke dann als nächstes in der Korrekturenpalette auf Farbtonsättigung und jetzt können wir hier jede mögliche Farbe auswählen, die wir möchten. Und ich nehme jetzt hier einfach mal so ein schickes Grün, ja, sowas in der Richtung gefällt mir. Allerdings ist der Effekt jetzt hier noch viel zu stark und um das realistischer zu gestalten, werde ich jetzt einfach mal die Sättigung etwas nach unten ziehen. Und ihr seht schon, wie das Ganze gleich sehr viel realistischer aussieht, wenn man hier die Sättigung nach unten nimmt, weil einfach kein Auge so eine krasse Augenfarbe hat. Ich denke mal, ich kann hier sogar noch weiter runtergehen mit der Sättigung auf ungefähr ja, minus 70, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt seht ihr hier auch noch, dass der Effekt über das Auge hinaus auf dem Augenlid auch zu sehen ist und außerdem ist die Auswahl auch noch relativ kantig. Dafür kann ich jetzt hier einfach mal auf die Maske doppelt klicken, dann kann ich hier eine weiche Kante einstellen von ungefähr, naja, ich sag mal 2 Pixel, das sieht schon ganz gut aus und außerdem werde ich dann hier oben das Ganze von dem Augenlid noch runternehmen, indem ich einen Pinsel nehme, die Farbe auf Schwarz stelle und dann hier einfach über das Augenlid drüber male, bis der komplette Effekt hier oben nicht mehr zu sehen ist. Schauen wir nochmal kurz in die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah das Auge vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und wie gesagt, ihr könnt nachträglich jederzeit die Farbe ändern, indem ihr einfach immer wieder in diese Palette reingeht und die Augenfarbe zum Beispiel hier auf ein schönes Lila stellt. Alles ist möglich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.